drücken wir mal diesen Schalter und schauen rein. Hallo, Minecrawlers. Ach du Scheiße, sind das Warrior. Da sehen wir nicht aus wie ein... Schwächling. Daneben. Uiuiui, da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Na? Ach, komm doch her. Das gibt's ja nicht. Ich kann ihn tatsächlich ziemlich leicht besiegen. Aber es gibt da ein kleines Problemchen. Wisst ihr welches? Ja, genau das. Oh nein, Quatsch. Eine heilende Wirkung? Cool. Moment, was kann mir der noch beibringen? Das mit Schattenläufern, das mit Golem und Dämonen. Genau, okay, ich hab's mir doch beibringen lassen, wie man den Minecrawlern die Zangen entfernt. Stimmt. Und deshalb bin ich in der Lage, ihnen die Zangen abzunehmen. Und deshalb kann ich sie jetzt auch kurz alle killen, wenn ich hier schon mal... Autsch! ...dabei bin. Ey, die sind ja sau schwach eigentlich. Ich dachte, die wären verdammt stark. Ich hatte sie irgendwie stärker in Erinnerung. Nix da, Kleiner. Ich bin zwar nur ein totaler Anfänger, aber du bist viel zu schwach für mich. Und schon hat er das Level ab. Jawoll. Schade, dass ich noch keine Platten abnehmen kann, denn wenn ich sie abnehmen könnte, dann könnte ich mir nochmal so eine coole Qualo-Rüstung wie bei Gothic 1 machen. Jetzt habe ich leider schon eine Menge Leben verloren wegen einem einzigen Schlag, aber das wird nicht wieder vorkommen, keine Sorge. Noch ein Warrior? Oh, scheiße. Da stehe ich gerade etwas ungeschickt und ich wundere mich gerade, sollte es hier nicht Erz geben? Ich meine, ich habe gerade bei dem einen Minecrawler Erz gesehen. Aber bei den Warrioren müsste doch auch irgendwie Erz sein, oder sind die nur Wächter? Moment, es gibt mehrere Wege, ne? Sehe ich gerade. Da ist ein Schalter. Da geht's rein und hier ist absolut nichts drin. Hier liegt ein Warrior rum, den habe ich wohl geschlachtet. Und da liegt ein Warrior rum, den habe ich wohl auch geschlachtet. Aber wieso ist hier kein Erz? Kein bisschen Erz. Es geht ab. Ach so, ich weiß gerade, glaube wieder, wofür ich Gold brauche. Aber das sind, glaube ich, nicht die Nuggets, sondern Goldbrocken. Nein, doch, doch. Oh, die heißen sogar Goldbrocken. Die brauche ich noch. Die sollte ich nicht verkaufen. Die brauche ich nicht als Feuermagier, sondern die brauche ich in Jakendar. Beziehungsweise die kann ich in Jakendar zu normalem Gold umwandeln. Ich glaube, ein Goldbrocken ist 10 Gold wert oder so. Oder, keine Ahnung, 50. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich die auch selbst einschmelzen später. Aber auf jeden Fall darf ich es nicht verkaufen. So, und jetzt fressen wir uns hier erstmal ein bisschen gebratenes Fleisch rein, solange wir hier noch so viel davon haben. Ich hoffe, das ist noch eine Weile so. Ich habe keine Lust, hier gleich mal wieder kochen zu müssen demnächst. Okay. Jetzt schnappen wir uns die letzten zwei Minecrawler. Zumindest denke ich das, dass wir sie uns schnappen werden. Kommt her, Mistviecher. Ich hoffe, dass nur das eine auf mich aufmerksam ist. Weil wenn der andere Minecrawler auch auf mich losgeht, habe ich ein kleines Problem. Ich meine, ich habe zwar die beiden Warrior einzeln ohne Probleme... Aua! Probleme gekillt, aber... Zwei Minecrawler auf einmal? Ich glaube, das ist dann doch nicht ganz so einfach. Gut, ich dachte auch nicht, dass ich hier überhaupt was kill. So, gib mir deine Zangen, du Arsch. Und schon wieder habe ich so wenig Leben. Hier gibt es ja eigentlich keinen Heiler, doch Sagitta, aber da will ich nicht extra hinlaufen. Na okay, schnappen wir uns den letzten Crawler. Ja, tatsächlich sind die Minecrawler hier die einzigen, die irgendwie Erz bewachen. Oh fuck, wenn ich mal drüber nachdenke, das sind verdammt viele Erzbrocken, die hier rumchillen. Und vor allem... Dieser Erzklumpen hier. Oh, und meine unsichtbare Spitzhacke, die ihr hier seht. Dieser Erzklumpen kann, glaube ich, abgeerntet werden. Nein. Oder irgendwie nicht. Außerdem habe ich gar nichts in der Hand. Und außerdem hat der Erzklumpen gar keinen Namen. Warum nicht?
Der namenlose Erzklumpen. Also normal steht da ja drüber Erzklumpen, wenn ich mich nicht irre. Und dann kann man die auch hacken. Vielleicht soll ich schnell nochmal laden. Mein Crawler wird hier angezeigt, also liegt es nicht am ganzen Spiel. Na egal, ich werde schnell nochmal laden. Vielleicht ist dann der Erzbrocken irgendwie anwählbar. Ansprechbar. Der namenlose Erzbrocken. Los, lade. So. Nein, sieht nicht so aus. Und meine Spitzhacke ist immer noch unsichtbar. Ich habe doch eine dabei. Na egal. Wir gehen jetzt erstmal schnell zu Torlauf, lassen uns 2 Geschick geben. Dann verkaufen wir unseren ganzen Schrott am besten noch. Hä? Nee, das ist der Tote. Ja, das sah gerade so aus, als würde dann noch einer auf mich warten, den ich vorher nicht gesehen hätte. So, wie viel Erzbrocken habe ich denn jetzt dabei? 6 Stück gleich. Ah, ja, stimmt. Bennett hat er ja noch nicht. Aber im anderen Let's Play hat er es gesagt. Bennett hat erklärt, dass er mir beibringen kann, magische Erzwaffen zu schmieden, wenn ich ihm 5 Erzbrocken bringe. Aber dazu muss ich natürlich erst die Grundkenntnisse kennen. Die sollte ich mir am besten auch gleich beibringen lassen. Ich habe ja 30 Lernpunkte, 10 fallen für Taschendiebstahl weg, 7 fallen noch für Geschick weg und dann habe ich immer noch 13 Lernpunkte. Dann kann ich davon doch locker noch schmieden lernen und was weiß ich noch alles. Am besten, ich sollte mich damit gleich nochmal befassen, was ich mir alles beibringen lassen will in der nächsten Zeit. Okay. Ja, machen wir uns auf den Weg hier, da vorne. Es gibt noch irgendjemand, der mir was beibringen soll, dem ich Geld dafür geben muss. Wer war denn das? Das war irgendjemand in der Stadt oder so, aber das ist jetzt mittlerweile so ewig her, sage ich euch. Naja, ich glaube vielleicht Karl oder so. Muss mal schauen. Torlauf, bring mir schnell 2 Geschick bei. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Geschick 1 und Geschick 2. Sag mir nicht, du hast das nicht. Das ist schon alles. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Ja, danke Torlauf für deine Unterstützung. Ich habe was anderes gehört. So, seht euch das an. Es war genauso, wie du sagst. Steck die Waffe bitte, geht doch. Wie krass ist das hier? Okay, das ist jetzt mein Bogen. Eigentlich hübscher Übergang von so einem dummen Kurzbogen zu einem richtigen Bogen. Hey Bulko, musst du schon wieder pissen oder was? Guck mich doch nicht so saublöd an. Aufs Maul? Aufs Maul? Weg mit der Waffe! Heilige Scheiße. Steck die Waffe. Der wehrt sich ja immer noch. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Ich kann dir was anbieten, Vibe. Wie immer. Alter, Schädelspicker, wo habe ich den denn her? Ach ja, der steckte da im Tisch vorhin. Wolfszahn, grobes Breitschwert, da kann ich 1 loswerden. Grobes Kriegsbeil kann ich loswerden. Ein Degen, da habe ich schon einen. Die Banditendegen behalte ich. Spitzhacke, schwere Äste. Den Feuerbogen brauche ich wohl noch. Den sollte ich nicht so leicht loswerden. Insgesamt 20 Feuerpfeile. Gibt's sonst noch was? Ein Lederbeutel, oh. Die Zangen können aufgebrochen das Sekret darin geschlürft werden. Es regeneriert die magische Kraft. Verliert mit der Zeit seine Wirkung. Das hier sind also sozusagen Mana-Tränke. Demzufolge werde ich sie natürlich behalten. Hier hat es noch Hammer und Sägen und Rohstahl. Stimmt, das darf ich nicht vergessen, dass ich hier auch noch eine Menge Rohstahl habe. Also, wie gesagt, ich habe hier... Steckst du wohl die Waffe weg? Ich habe hier, jetzt jede Menge Mana-Tränke und diesen Lederbeutel wollte ich noch auspacken, genau. Und jetzt gehen wir mal zu Bennett und schauen mal, wie viel es kostet, wenn er... wie viel Lernpunkte es kostet, wenn er uns das Schmieden beibringt. Speichern aber besser vor. Jetzt gibt es da tatsächlich nur noch die Wache bei Dexos Banditenlager, sonst haben wir da alles erledigt. Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torlauf und lass dich auf die Probe stellen. Ich habe die Probe bestanden. Gut, dann werde ich für dich stimmen. Tada, sehr gut. Hier. Kannst du mir beibringen, ein Schwert zu schmieden? Klar, das kostet aber eine Kleinigkeit. Sagen wir 30 Goldstücke. Das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Gut, hier hast du 30. Und das war noch verdammt günstig. Ja, natürlich. Wir können anfangen, sobald du soweit bist. Okay, 2 Lernpunkte für Schmieden. Dann habe ich immer noch 26.
Oh Gott, wenn ich ganz viel Pech habe, dann würde es mir genau nicht reichen, wenn ich noch irgendwas für 10 Landpunkte... Oh Scheiße, ich muss noch schleichen lernen. Ah, stopp, ich habe Geschick ja schon um 2 hochgestuft, das heißt, ich brauche nur noch Geschick plus 5. Dann kann ich Schmieden lernen, dann habe ich insgesamt noch 21 Lernpunkte, weil ich 7 ausgegeben habe. 10 für Taschendiebstahl, 10 für Schleichen und schon habe ich nur noch einen Lernpunkt und keine Ahnung, für wen ich den ausgebe, für was ich den ausgebe, aber ich brauche noch den Wolfszahn irgendwann mal. Aber so wichtig ist er nicht, der Degen ist besser, weil er länger ist. Und die Reichweite ist bei einem Waffen echt doch noch recht wichtig. Bring mir bei, wie man ein Schwert schmiedet. Ganz einfach. Besorge dir ein Stück Rohstahl, halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Achte vor allem darauf, dass die Klinge nicht zu kalt wird. Du hast immer nur wenige Minuten Zeit, an deiner Waffe zu arbeiten. Den Rest findest du schon raus. Reine Übungssache. So, sehr gut. Dann probieren wir doch mal aus, ein Schwert zu schmieden. Gewöhnliche Waffen. Schwert. Tada, ich habe jetzt mein erstes Schwert. 40 Schaden, 30 benötigte Stärke und sieht gar nicht so übel aus. Dann kann ich das grobe Breitschwert auch gleich mal noch an die Tussi hier verkaufen. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten?